Samstagvormittag, meine Frau ist auf Arbeit, ich habe Zeit und ich backe einen sächsischen Quarkkuchen. Man könnte natürlich auch Käsekuchen dazu sagen, aber da ein Kilo Quark reinkommt, sagen wir halt immer Quarkkuchen dazu. Ich habe das Rezept von meiner Mutter übernommen und ein klein wenig abgewandelt und heute werde ich zum allerersten Mal eine kalorienreduzierte Variante versuchen. Was auf jeden Fall reinkommt, sind ca. 200 Gramm Butter oder Margarine. Früher haben wir Margarine genommen, heute nehmen wir Butter, also ich nehme Butter. Und dazu kommen noch 4 Eier, die ich jetzt mal noch dazu reinschlage. Vorher immer erst in einer Tasse, weil ich es auch nicht so gerne mag, dass Eierschalen mit im Kuchen sind. Finde ich das Schlimmste, was es gibt, wenn man Eiersalat oder Kuchen isst und beißt dann auf ein Stück Eierschale. So, 4 Eier. In einem Rezeptbuch wird da jetzt vermutlich drin stehen, Größe M. Mir ist das völlig egal. Ich nehme einfach die Eier, die ich da habe. Und normalerweise kommen hier noch 300 Gramm Zucker rein. Die müssen auch rein. Aber ich versuche es dieses Mal erstmalig hier mit einer kalorienreduzierten Zuckervariante. Erythrit oder so ähnlich. Und mal schauen, ob der Quarkkuchen danach immer noch so gut schmeckt, wie er mit normalem Zucker schmeckt. So, also rein damit. So, und jetzt wird das Ganze schön verrührt. So, wollen wir mal nicht übertreiben. Jetzt kommt die Hauptsache, der Quark. Ich nehme eigentlich immer den von gut und günstig, reicht völlig aus. Magerquark, 2 Becher, 500 Gramm. Number 2. Und rein damit. So. Ja, und auch das wird natürlich wieder schön durchgeknetet, durchgerührt. So, auch das reicht schon aus. Ja. Jetzt fehlt nicht mehr allzu viel. Jetzt brauche ich Grieß. Und zwar Weichweizengrieß. Und auch da mache ich gar keinen großen Zirkus draus. Da kommen einfach 7 Esslöffel. Die man natürlich hätte schon vorher abmessen können. Aber das mache ich jetzt einfach mal so hier. Das kann man ja sich auch gut vorstellen, wie ich hier aus einer Tüte mich jetzt verzählt habe. Aber ich glaube, ich war bei 4, 5, 6 und 7. 7,5. Der Grieß ist deshalb wichtig, damit der Quarkkuchen nicht zu weich wird. Und in den Grieß packe ich jetzt noch eine Tüte Backpulver. Meine Mutter hat früher immer nur eine dreiviertelste Tüte Backpulver verwendet. Dann war eine viertelste Tüte Backpulver übrig. Ich weiß nicht, warum sie das so gemacht hat. Ich nehme einfach eine ganze Tüte Backpulver. Ich schütte das Backpulver einfach mit hier in den Grieß zusammen, weil da kann man das Ganze schon mal schön verrühren. Und für den Geschmack, das traue ich mich jetzt, so viel Zucker muss sein, noch eine Tüte Vanillezucker. Ja. Den packe ich so gleich rein. Man könnte, wenn man es da hat, ich habe es gerade nicht da, man könnte auch noch einen Schuss Zitronensaft reinmachen oder von einer Bio-Zitrone ein bisschen Schale abhobeln. Aber für ein normales Wochenende reicht das auch so.
So, jetzt kommt mein Gemisch aus Grieß und Backpulver mit zusammen in die Mischung und einmal nochmal durchrühren. So, auch das reicht schon. Wollen Sie nicht übertreiben. Und eigentlich, meine Mutter hat früher immer noch Rosinen reingemacht und ich liebe Rosinen, aber meine Frau mag sie nicht ganz so. Und deshalb gibt es eine Alternative. Ich packe da noch eine Dose Mandarinen mit rein. Und die haben mir natürlich auch die netten Verkäuferinnen von Edeka gestern noch kostengünstig verkauft. Und der Saft würde das Ganze aber zu flüssig machen. Also die gieße ich mal durch ein Sieb. Auch das zeige ich jetzt nicht, weil ich glaube, es kann sich jeder vorstellen, wie ich eine Dose Mandarinen in den Sieb reinschütte. Der sich von den Kalorien her erlauben kann, kann natürlich diesen Saft auch noch austrinken. Hier leicht verhärtet. So, und ich habe ihn einfach mal weggeschüttet. So, und jetzt gehe ich aber nicht nochmal mit dem Rührgerät rein, weil das würde mir die Mandarinen zu sehr kaputt machen. Jetzt reicht es mir, wenn ich das nochmal durchmenge, damit die so ein bisschen unterkommen. So, das gefällt mir schon gut. Der Teig an sich ist jetzt schon erstmal fertig. Jetzt bereite ich noch die Backform vor. Meine Mutter hat früher die Backform immer schön eingefettet mit Margarine und dann noch ein bisschen Grieß mit reingestreut. Meistens musste ich das machen. Und da ich ja in der Beziehung auch ein bisschen faul bin, nehme ich einfach nur Backpapier. Und dieses lege ich hier einfach auf den Boden meiner Springform. Drücke die hier rein. Wer es ganz perfekt machen will, der könnte jetzt auch noch den Rand einfetten. Das lasse ich aber. Am Ende kann ich den Kuchen auch mit dem Messer abschneiden und vom Rand lösen. Somit. Ja, und jetzt kommt mein gerade vorbereiteter Quarkteig in die Backform. So. Beim Auskratzen der Schüssel gebe ich mir nicht allzu viel Mühe, weil das kann man im Nachhinein auch noch ausschlecken. So, und jetzt kommt das Ganze in den Backofen, vorgeheizt, mittlere Stufe, ca. 180, 200 Grad und ca. 40, 45 Minuten. Man muss immer ein bisschen Blick drauf werfen, dass es auch dann richtig schön durchgebacken ist. Ja, jetzt haben wir 40 Minuten Zeit, danach muss er ja auch abkühlen und mal schauen, ob er uns genauso schmeckt mit dem kalorienreduzierten Zucker. So, das Wochenende ist fast vorbei. Der Quarkkuchen ist auch fast aufgegessen. Das letzte Stück hat meine Frau noch brüderlich geteilt, damit morgen jeder noch ein Stück für die Arbeit mitzunehmen hat. Wobei, ich habe das Gefühl, hier ist ja da ein bisschen das Messer abgerutscht. Ist aber nicht so schlimm, ich kann ja auch wieder mal einen neuen backen und uns hat die zuckerfreie Variante mit Erythrit wirklich gut geschmeckt. Ja, und wenn sich jetzt noch jemand fragt, warum ist das eigentlich sächsischer Quarkkuchen? Tja, weil es halt ein Sachse gebacken hat. In dem Sinne viel Spaß beim Nachbacken. Man könnte auch Käsekuchen dazu sagen, aber wir haben halt immer Quark dazu gesagt, Quark.